Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Oh yeah. Ich möchte gerne ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Ich will gucken, ob das funktioniert. Wir sind ja ein bisschen frühzeitig hier in der Burg gelandet. Wir können uns doch hier einfach mal verstecken und uns darauf vorbereiten. Und zwar am besten mal mit Lautlosigkeit anfangen. So. Dass die uns gleich nicht sehen können, holen wir uns den Bogen raus. Jetzt sind wir hier versteckt und jetzt warten wir hier einfach mal unsere 24 Stunden. Gut, wir können dem Gespräch nicht zugucken, aber das haben wir ja gestern schon gesehen. Das Gespräch ist ja gar kein Problem. Das haben wir gestern gesehen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Hier in der Ecke. Und hoffen, dass wir es irgendwie gebacken kriegen, die Jungs fertig zu machen. Ansonsten. Ich bin ja eigentlich nicht dafür, den Schwierigkeitsgrad runterzustellen, aber wenn es nicht anders geht, dann geht das nicht anders. Wir sind Bogenschütze, wir sind eigentlich. Wir sind eigentlich, ja. Assis, die von hinten angeschlichen kommen und alle töten. Und einen offenen Kampf müssen wir eigentlich vermeiden. However. On my way there, I got word that you had flocked in to save them. Oh Gott. How heroic. Yeah. With you and your little clan gone out of town, it was easy enough for my thieves to sneak in and get that book. Können wir einfach gleich durch die Tür gehen? Not until you were all kind enough to show me. Now, if you'll excuse me. I really must be going. Können wir ihn einfach alleine lassen und durch die Tür gehen? Das ist hier die Frage. Hey, hey! Er ist verschwunden! Okay. Ne, können wir nicht. Bleib cool. Unser Freund ist natürlich schon tot, ne? Wie hast du mich? Okay, er hat mich nicht. Okay, er sieht mich nicht. Hä? Ich bin verwirrt. Sieht er mich? Sieht er mich nicht? Er ist mein Headshot. Okay, wir warten einfach. Sehen können sie uns nicht. Hey, die Tür ist zu! Du kannst da nicht durch. Ich kann da nicht durch. Was zum Teufel? We've got trouble. Ist der gerade hier lang spaziert? Was zum Teufel? Okay, wir müssen irgendwo zielen, wo die uns dann nicht finden gleich. So, oh. Shit. Willst du nicht kämpfen oder so? Das gibt's doch nicht. Einer weniger, Freunde. Einer weniger. Oh. Ich werde von meinem eigenen Typen gesehen. Quatsch mit dich an. Kämpf lieber. Da sind doch noch welche. Gut, dann locke ich sie halt her. Dann kämpfen die mit dem Dude. Das hätten wir von Anfang an so machen sollen. Die stehen aber noch. Das hätten wir von Anfang an so machen sollen. Richtig easy. Oh, ist der letzte noch übrig. Der ist auch noch ein bisschen verwirrt. Und jetzt ist er so gut wie tot. We must go after him immediately. His city is razed and his army defeated. His only hope now is to get the heart of the gods. Ja, danke übrigens für deine Hilfe. Fight up to the temple containing it. To the west. Let's go. Ja, los, komm. Auf geht's, ab geht's. Okay, tun wir einfach mal so, als wäre das in der letzten Folge nie passiert und wir sind jetzt hier. Sollen wir jetzt nochmal gegen die Tiere kämpfen? Tatsächlich.
Wir haben Pferde. Sehr schön. Nein, bitte nicht. Oh, ich hasse... Nein, ich hasse euch. Scheiße, das Pferd greift die Feinde an, ne? Ich bin so doof. Ich habe unsere Freunde getötet. Ach du Scheiße. Wo müssen wir hin? Oh, kann ich einfach schnell reisen? Nein. Ja, das ist jetzt kacke, ne? Wieso sind wir eigentlich jetzt schon wieder hier? Ah, da sind wir reingegangen, da sind wir rausgekommen. Ich verstehe. Verdammt. Bitte schnell reisen. Ich kann schnell reisen. Zero ist OP. Ah, schönes Ganze umgangen. Jetzt könnt ihr doch mal wegen 50 Jahre kämpfen. Mir kann das am Arsch vorbeigehen. Es sei denn, wir machen gerade natürlich wieder ein Skript kaputt. Das kann natürlich sein. Hallo Pferdchen. Ich hoffe, wir haben das Skript dadurch nicht kaputt gemacht. So, wir müssen ganz schön weit nach oben. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier durch müssen. Das sieht nämlich so aus, als wäre hier so ein Weg. Weil anders kann ich mir ja nicht erklären, wo wir hin müssen. Also mal hier. Wie schnell reisen ist nicht ohne Pferd? Wir dürften eigentlich auch mit Pferd schnell reisen können, oder? Das ist nicht dein Ernst. Das ist einfach nicht dein Ernst. Ich mache hier das ganze Spiel kaputt. Ich glaube, wir müssen irgendwo einen Weg über die Berge nehmen, wenn wir da hinten sind bei der beim Kampf. Oder wir klettern die Berge hoch. Weil das hier sieht ja wohl aus wie ein Weg, ne? Das sieht da, wo die Mauer war. Da, wo die Mauer war, natürlich. Ich kann wahrscheinlich jetzt nicht schnell reisen, weil wir uns theoretisch in einem Skript befinden, wo wir kämpfen. Von daher denke ich mal, dass das hier nicht gewollt war. Jetzt müssen wir dann zu Fuß latschen. Naja, ist ja nicht weit. Ist ja zum Glück nicht so weit. Hätte ich doch nur mehr Ausdauer. Was? Nein. Ich wollte schon sagen, ich kann mich bewegen, ich kann mich teleportieren, aber nein. Das war nur eine Wegmarkierung. Jetzt haben wir dann hinten eine Wegmarkierung. Das ist auch nicht schlecht. Und wenn wir jetzt plötzlich da nicht mehr rein können, dann lache ich. Wir könnten doch, wir hätten doch theoretisch hier reisen können, oder? Nein. Wir haben ja angegeben, als wir die Quest gestartet haben, dass wir nicht zurück können. Aber wir sind zurückgegangen. Hab ich ganz vergessen. Und deswegen können wir wahrscheinlich nicht schnell reisen. Aber Hauptsache, wir konnten von da hinten aus wegreisen, ne? So, wir müssen uns links halten. Irgendwo links müsste doch einen Weg hochgeben. Ist das schon hier? Ach, wir sind noch nicht mal auf dem Feld. Wir sind noch... Warte. Wir wurden vom Skript ins Feld gerufen, ne? Ach du Scheiße. Kommen wir hier überhaupt rein? Oh oh. Okay, zum Glück haben wir ja ein Autosave.
Hauptsache, wir können da wegreisen und dann nie wieder reinkommen, ne? Okay, es muss also einen Weg von hier aus geben. Das heißt, wir halten uns mal rechts und gucken mal, wo der Weg ist. Geleitet werden wir anscheinend nicht, oh Gott. Lasst mich in Ruhe, bitte nicht töten. Hätte mir einfach mal so ein Pferd klauen sollen. Oder sein Pferd hätte ich auch klauen können, ne? Von dem Boss hier. Dann wäre er niemals weggeritten. Dann hätte er zu Fuß laufen müssen. Oh, oder ich hätte das Pferd töten können. So viele Möglichkeiten. Aber jetzt heißt es erstmal den Weg finden. Aber ich glaube, der besagte Weg ist dieser hier. Ach komm, ist nicht euer Ernst, oder? Wie viele von euch denn noch? Okay, wir schleichen uns einfach an den vorbei. Nö. Ich sehe es nicht ein, gegen Leute zu kämpfen, die 1 Milliarde HP haben. Jetzt mach ich die Tür hinter den zu. Hier kommt hier nicht rein. Oh, ich werd gesehen. Hi! So, ganz easy. Schon bin ich weg. Kämpfen können die alleine, ganz ehrlich. Sollen sie mit sich selber kämpfen. So läuft er mit der her. Der weicht einfach aus. Weißt du, das sind eigentlich übermenschliche NPCs. Ach, die kommen nicht näher, okay. Wie oft haben wir das schon erlebt, dass die unseren Pfeilen ausgewichen sind? Obwohl sie noch nicht mal wussten, dass wir da sind. Das ist ja das Schlimme daran. Huch. Hallöchen, was machst du denn so einsam hier? Ich glaube, ihr seid zu zweit. Jetzt werden wir ihn nur nicht mehr treffen können, aber irgendwas treffen wir. Kann das sein, dass unsere Pfeile durch den Regen nicht so weit fliegen? Ist das vielleicht extra so noch Physik in diesem Spiel? Gut, wenn wir gerade schon von Physik reden, das hier ist nicht Physik. Das sind schwebende Gegenstände. Aber gut. Ich frag mich, ob meine Leute hinterherkommen. Oder ob die schon da sind. Kann ja auch sein. So, wir sind kurz davor. Und irgendwo höre ich, höre ganz leise Musik. Soll das so eine Art Kampfmusik sein? Warte kurz. Ah, Musik. Ich glaube, wir laufen hier schon seit Jahrzehnten herum ohne Musik, ne? Und jetzt sitzt sie auch noch auf. Da, das Tor. Es scheint aber zu sein. Jedenfalls sieht es so aus. Wir gehen aber da hinten entlang. Aus irgendeinem Grund haben wir die Musik ausgestellt. Ich glaube, weil die Kampfmusik war zu laut, ne? Ich glaube, es war die Kampfmusik, die zu laut war. Dass wir die Stimmen nicht mehr gehört haben. Sheath your weapons. We walk on sacred ground. Ach Jungs, ihr seid auch da, cool. Das waren die 5 Schlüssel. Ach, ich kann nichts machen. Soll ich auch hier hinkommen? Ach Mist. Ja, ich soll auch noch vorne stehen, ihr seid Idioten. Ich schleiche durch die Gegend. Just in time. After all, nobody's been in here for 600 years. I would hate for you to miss this momentous occasion.
I'd already have the heart, but it appears to have some kind of magical shield around it. Something that book forgot to mention. But no worries. My wizards assure that they can remove the barrier in a timely fashion. Those keys you gave me worked wonderfully. I studied each one for quite some time. I'm truly honored to be the one in my family that finally gets to use them. What are you doing this for, Ingvar? Why must you vie for such power? I do not want power. I want what is rightfully mine. Do you know what it's like to have something that is yours taken from you, then displayed just out of reach every single day of your life? Hjalmar led the group that discovered Falskar for years. They were loyal to him. Then, just because he wasn't the one that helped them, they all flocked to Olaf, forgetting the services that Hjalmar had provided. To this day, the Borvaldurs remain at the throne that they took from my family. A throne that is not theirs. The throne is not something you're entitled to, Ingvar. The people have the right to choose their leader. They chose the Borvaldurs. They've done nothing but provide wisdom and help, while your family does nothing but cause trouble for the people. That is not true! How did you get your people to follow you so loyally? You promised him power, didn't you? You would get the heart and use it to help them. You lied to your people. That is the worst thing that a king can do. You betrayed your city. How could you possibly hope to rule all of Falskar? I will not stand here being assailed by your petty claims. Admit it, Agnar. You've lost. After all this time and smooth sailing, you failed. You have let your family and your people down. Now, don't any of you move. I'll make this quick. We have to do something, Agnar. We must stall him. Duel me! Excuse me? You heard me. I am challenging you to a round of combat. No guards. None of my companions. Just you and me. Agnar. If you have a single drop of honor in your blood, you'll accept or forever be known as a coward. Fine. I'll play your little game. But fighting an old man wouldn't be much of a challenge, now would it? No. I want to fight the Traveler. Ich? Come waltzing through the gateway, supposedly foretelling some grand tragedy that is to plague the land. Certainly they must be special. She will provide a challenge. So I want to fight her. You must do it. You aren't a Nord, but you must still have some code of honor. You must fight Ingvar in my... Alter, ich bin ein Dieb. Ich hab keine Ehre. Fight for your honor. Ich hab keine Ehre. For the honor of the people of Falskar. Ja, toll. Schieb mich hier. To be fun. Er findet mich nicht mal. Okay, was machen wir denn so Schönes? Geist des Großmeisters. Ja. Heftige an, während ihr durch sie weniger Schaden erläutert. Das. Aber das haben wir noch. Wieso haben wir noch nicht alle Schreie davon? Naja. Mola!
Hold them! You cheater! Son of a bitch. Finally, the heart is mine. 3-4 Pfeile. What the? Ingvar's screams echoed through the great cavern as Akrandale swooped down and carried him away, tearing not only at his body, but his very soul. Agnar gently placed the Heart of the Gods back upon its pedestal, and the chamber was resealed. Our efforts that day had paid off. Ingvar and Valder was dead. The land free of his family's endless conquest for power. But not all was won on that day. Borvald lay in ruin, as did Stalgard. Two mighty blows that may mean darker times yet awaited the land. But that was not our concern right now. For on this day, Falskar was saved, thanks to the valiant efforts of our king, his people, and the Traveler. An outsider whose involvement in these events was destined by the gods themselves. The people may continue to live, to farm. Their children can once again play in the forests. And while the land is not without issue, it has a moment to live and to enjoy. Falskar is safe for now. Ja, es war ein unerwartetes Ende. Thank you, my friend, for everything you have done for the people of Falskar. You put yourself in harm's way for the greater good of Falskar many times. That is not something that most women would have done. I hope that this may serve as a reward for your actions. What you did is not something that many would have done, and we owe you. I promise you that the scholars of Falskar will remember you. Brother Thorlo will make sure of that your deeds are more than mere legend. Now please, have some ale. Listen to Rurik play his songs. Relax. You have earned it. We have all earned it. This is a song that I wrote so that we may never forget the Karte aktualisiert. The king. Wieso befinden wir uns immer noch hier? Hä? Und was zum Teufel haben wir aktualisiert? Naja, okay, wir sind irgendwo in einem Gasthaus. Thank you again for helping me out of that cave. Who knows what would have happened to me otherwise. Kein Problem. So Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Das war das Ende von Falskar. Wir werden Falskar noch ein bisschen erkunden, bevor wir dann die Staffel beenden. Und wir müssen auf jeden Fall noch einen Schrei finden. Am besten werden, wenn wir noch diesen Totenbeschwörer-Ding ins Kirchens beenden. Jetzt bin ich doch hier. War ich nicht gerade eben da? Egal. Wenn wir das Totenbeschwörer-Ding beenden würden, würde ich mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder zu einer neuen Folge von Falskar Skyrim. Haut rein, euer Zero. Tschüss.